Hallo zusammen, hier ist wieder Nanako und es gibt seit einer Weile endlich mal wieder eine Schlummerreise. Ich habe diesmal für euch eine richtig süße, natürliche Insel im französischen Stil, die halt auch auf ihre Art eine Katzeninsel ist. Das sieht man halt auch schon mal an der Fahne. Und ich zeige euch mal eben schnell die Karte. Da sieht man nämlich, dass hier auch fast nur Katzen wohnen. Da haben wir nämlich Kabuki, die Cleo, die Tanja, den kleinen Ausreißer Huschke, aber das verzeihen wir mal. Den Heinz, den Jens, Julian, Kiki, Janine und Feline. Und ja, man sieht auch, die Insel ist wirklich richtig schön natürlich gestaltet, also halt mit ganz vielen kleinen Plateaus, ein bisschen, ja, Flüsse, kleine Seen, alles ein bisschen verwinkelt, ein bisschen ineinander verschlungen. Also das ist sich so richtig schön integriert und dadurch natürlich so kleine Bereiche sich bilden, also halt wirklich wunderschön gestaltet. So, hier haben wir schon mal die erste Ecke, wo halt diese kleinen Blumenkränze gestaltet werden. Also wirklich süß. Dann hier, was ich halt wirklich richtig cute finde, halt so ein kleines Waschcenter, also, wo man hier so richtig warten kann und ein bisschen die Socken liegen hier rum, die Wäsche steht hier, eine Wäscheleine und alles und die Waschmaschinen stehen hier, obwohl wir eigentlich draußen sind, aber egal. Also das finde ich wirklich richtig süß. Und dann haben wir halt hier so ein kleines Postamt, so ein, ja, so ein richtig so ein altes, mit der man halt hier noch so einen Brief irgendwie schreiben kann. Ich glaube, das ist eine Schreibmaschine. Ja, ist eine Schreibmaschine. Und dann halt hinten diese Postfächer, die schon richtig überquellen. Und Pakete und alles steht hier rum und liegt hier rum. Also richtig süß. Und laufe ich mal hier hin. Dann haben wir hier natürlich das Museum. Halt auch schön alles drumherum dekoriert. Mit ein bisschen ja, mit den Kunstwerken ein bisschen draußen. Hat Telefonzelle und alles, also richtig, richtig super. Dann haben wir hier auch schon das erste Bewohnerhaus, was sich so schön integriert, mit einer kleinen Sitzecke draußen, wo man so seinen Tee trinken kann. Dann haben wir hier das nächste Haus, wo selbst das Bügelbrett draußen steht, also richtig süß. Oh, muss ich mal eben kurz zurücklaufen, weil da hinten komme ich nicht weiter. So, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Oh Gott, wie schaust du denn aus? Oh, der Bart ist ja mega. Dann haben wir hier so eine kleine Fotobox. Richtig süß. Auch wieder kleine Sitzecken. Halt hier so ein richtig schöner Blick über den See. Den zwei Bewohnerhäusern da hinten. Ist wirklich süß. Da laufe ich auch gleich auch mal hin, dass wir so ein bisschen weiter vorne sehen. So. Ich finde es lustig, dass hier diese kleinen Decken halt vor der Tür liegen. Dann halt alles so schön dekoriert, ein bisschen verwildert, weil die kleinen Blümchen, also richtig süß. Und auch wieder eine kleine Sitzecke. Für das nächste Haus. Hier mit so einem kleinen Beet. Ist halt alles richtig schön, liebevoll dekoriert. Hier auch rein aus Strand, auch noch ein bisschen integriert, richtig süß. Ich finde auch richtig schön, wie mit dem Weg gearbeitet wurde, dass halt teilweise ja, so kleine Steine darüber liegen oder halt hier oben, dass hier nur die Steine sind, und halt kein wirklicher Weg darunter. Also halt, ja, so alles ein bisschen verspielt, ein bisschen verwildert, ein bisschen verwuchert. Richtig schön. Dann haben wir hier nochmal so ein Haus mit den Zwischenwänden, halt noch so ein bisschen erweitert, ein bisschen drumherum.
auch wieder eine kleine Sitzecke mit einem Plattenspieler draußen. Da hat auch so ein Fahrrad in der Ecke. Das fand ich auch wirklich süß. So ein kleines, ja, so ein Café vor der Tür. Ja, eine von den Katzen schleicht hier auch schon rum. So, dann schauen wir uns jetzt auch mal das Haus an, was auch richtig schön draußen dekoriert ist. Mit den ganzen voll, ja, verwilderten Blumen und mit dem Unkraut dazwischen auch so eine kleine Sitzecke und also richtig, richtig süß. So, und da haben wir auch schon den Hauptraum. Der, ja, halt auch so ein bisschen diesen natürlichen Stil hat. Mit diesem helleren, ja, eher mittleren Holzfarbton. Also richtig schön. Und hinten haben wir so, ja, das ist, ich finde es ein bisschen drückend, aber es ist halt eine Bibliothek, also es passt halt. Aber man merkt halt so von der Atmosphäre her, dass es halt ein bisschen, ja, so ein etwas schwerer wirkender Raum ist. Durch die ganzen dunklen Holztöne, durch die Bücher. Wirkt vielleicht auch so ein bisschen verstaubt oder so. Also so vom Gefühl her. Da wirkt der Hauptraum natürlich ein bisschen leichter und freundlicher. So, dann schauen wir uns mal den seitlichen an. Okay, hier war nicht viel los. Ja, ein paar Bilder an der Wand und ja. Ich halte mich mal zurück, dass ich die Röhre diesmal nicht ausprobiere. Weil ich habe keine zweite wirklich irgendwo gesehen, deswegen lasse ich das heute mal. Den Raum fand ich, auch wenn er wieder ein bisschen schwerer wirkt, auch sehr schön, weil er halt diesen, ja, diesen wärmeren Rotton vom Holz hat. Halt schön mit einer roten Wand kombiniert und dem Teppich dazu. Also der, ja, der gefällt mir trotzdem sehr gut. Ich vermute mal, dass das Bett da einfach steht, dass man halt auch mal schlummern kann. So, jetzt geht es noch nach oben. Und den Raum fand ich auch wirklich sehr schön. Also wirklich weihnachtlich. Was eigentlich nicht so passt, weil wir draußen eigentlich den Frühling haben. Aber hier kommt man wirklich in Weihnachtsstimmung schon. So, und im Keller haben wir, naja, eine Küche. Die scheint noch nicht ganz fertig zu sein. Was ich schon extrem finde, dass man hier zwei Herde braucht. Aber wahrscheinlich wird hier für eine Großfamilie gekocht. Dann macht das wieder Sinn. Also wahrscheinlich kommt hier noch ein bisschen was. Also ein bisschen leer wirkt der Raum. Aber das verzeiht man. Es ist ja meist so, dass die Räume nicht zu hundertprozentig fertig sind, weil es wird so viel Zeit und Liebe in die ganze Insel gesteckt. Da bleibt halt manchmal ein bisschen was auf der Strecke. Ist halt so. So. Habe ich so die Vermutung, dass hier noch so ein Aufgang hin soll. Sonst kann ich mir diese Gestaltung nicht erklären. Und ja, schauen wir ein bisschen weiter. Haben wir natürlich den Laden.
richtig schön drumherum und dekoriert. Also. Halt auch was wirklich Wunderschönes, diese Aussicht. Mit den zwei Brücken, mit den Häusern, die halt so im Hintergrund schon ein bisschen verschwimmen. Also wunderschön. Und die nächste Katze. So, am Strand war nicht wirklich was, deswegen lasse ich den aus. Haben wir natürlich mehr Zeit für die Insel. Doch als seine Vorteile. Dann haben wir hier wieder schön integriert ein Bewohnerhaus. So eine kleine Hochzeitstafel vor der Tür. Auch mal niedlich mit den verschiedenen großen Bäumen. So der einzige Bewohner, der am Strand wohnen muss. Der Arme. Hat auch oben so ein Kissen mit einer kleinen Gitarre, einfach, dass das da rumliegt. Wunderschön. Hier ist der Eingang zum Flughafen. So, das hatte ich eigentlich überall nicht irgendwie ausgelassen. So, jetzt mal hinzukommen. Genau, hier wollte ich noch hin. Da haben wir hier noch so einen richtig schönen Fußballplatz, wo halt trotzdem ein bisschen das Unkraut wächst, so wie es halt wirklich ist, so halt so ein kleiner Outdoor-Bolzplatz. Super süß. Ja, das war dann der Teil, den ich ausgelassen hatte wahrscheinlich. So, ja, ich suche mir natürlich die schöne Ecke hier wieder. Jo, ich hoffe, euch hat die Reise mit mir über diese Insel gefallen und mal schauen, wann es die nächste schlimme Reise wieder geben wird. Zurzeit gibt es ja bei mir ein bisschen Bewohnersuchen, also könnt euch da schon mal drauf freuen. Die nächste geht demnächst auch schon wieder online. Und ja, ich hoffe, es hat euch mit mir gefallen und lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Das würde mich tierisch freuen. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Nanako.